Interview-Time. Und zwar dürfen wir den Panzer und den Sibi von Itchy Poops Kitten nicht nur zum Interview, sondern auch zu einer Performance. Nice. Also, willkommen zurück zum Interview mit den Herren von Itchy Poops Kitten. Guten Tag, ich sage nochmal Hallo. Tag. Willkommen zum Interview-Teil. Servus. Ihr habt ja vorhin performt. Ja. Wie ging das für euch? Erzählt Gut. mal. Ja, wie Profis abgeliefert, wie immer, würde ich sagen. Wir hatten leider das Problem, dass sich am Gegenende des Songs eine Seite plötzlich verstimmt hat. Und dann klang es nicht mehr so schön wie vorher, aber wir haben uns dagegen entschieden, es nochmal zu machen, weil ein bisschen Punkrock muss ja auch bleiben. Ja, muss ja auch sein. Nicht ganz so Punkrock war euer Weg hierhin, habe ich gehört. War ein bisschen schwierig für dich. Ja, es war sehr schwierig und ich bin immer noch wirklich latent aggressiv, wenn ich dran zurückdenke, dass ich heute schon wieder 1,5 Stunden, sorry, bei diesem scheiß Schweizer Zoll. Du kannst fluchen, fühl dich frei. Lass alles raus. Ja, wir verbringen sind hier. Musste und quasi gefangen war. Und dieser kack bürokratische Aufwand für im Endeffekt vielleicht 50 Franken. Man muss als Band immer sein Merchandise, das man mitbringt, muss man quasi anmelden, dann muss man dafür eine Steuer zahlen, falls man davon was verkauft und dann muss man bei der Rückreise wieder das angeben, was man verkauft hat und dann kriegt man das wieder zurück, abzüglich dem, also ganz furchtbar schlimm. Und es gibt wirklich Bands, hab ich mitbekommen, die gehen deswegen nicht mehr in die Schweiz, um zur Show zu spielen. No shit, vielleicht was? Sollten mal alle Schweizer, die das sehen, eine Unterschriftenaktion wir starten. Wir müssen eine Revolution starten, genau. Musikalische Revolution finde ich da. Ja. Oh nein, ich entschuldige mich im Namen der Schweizer, dass das passiert ist so. Ja. Und aber irgendwie tun mir die Zöllner auch leid, weil das sind so Leute, die hasst jeder. Ja, die können nichts Gutes machen. Und die können auch nichts dafür. Die haben das ja nicht so gemacht, nee. Dieses Gesetz, sondern die müssen es einfach machen. Ach, aber wie war dein Weg so? War dein Weg? Er stand im Stau, ich übrigens dann auch. Oh, ja, nein. Also ich musste, glücklicherweise hatte keine Probleme am Zoll, aber halt viel Traffic Jam, wie man sagt, als Traffic Jam. Als Deutscher. Als cooler English Punkrocker. Ja, so. Genau. Ja, aber jetzt seid ihr hier in der wunderschönen Szenerie des Gampels, mitten im Tal. Hat wenigstens so eine, hoffentlich eine beruhigende Wirkung auf euch so? Absolut, ich finde es wunderschön, wir sind ja zum ersten Mal hier. Ah, wirklich? Ja, willkommen. Ja, vielen Dank. Wir finden es wunderschön. Ich habe ein bisschen Bedenken, weil gerade der Wind etwas auffrischt. Und das Zelt, unser Zelt auch so ein bisschen in Bewegung ist so. Aber das wird alles super. Ich bin guter Dinge. Gut, das freut mich. Aber ihr hattet ja jetzt Gigfry oder so, weil ihr seid ja Gigfry. Ihr seid Gigfry, Mann. Traffic Jam. Aber ihr seid ja nicht zusammengekommen und so. Also doch, wir sind nur mit zwei verschiedenen Autos gekommen. Ah, okay, okay. Und eins wurde eben am Zoll festgehalten. Ja, sonst sind wir halt spielfrei. Was heißt, wir spielen halt am Wochenende die Festivals. Ja. Und machen gerade unser neues Album sonst, also schreiben es das ganze Jahr schon, deswegen cool. haben wir dieses Jahr etwas weniger live gespielt, aber jetzt eben Festivals und wir freuen uns echt schon seit Wochen auf dieses Konzert heute. Cool, das freut mich. Ich bin ja froh, dass wir es geschafft haben, zeitlich mal anzukommen. Ja, ich freue mich auch sehr. Und ihr freut euch auf Jimmy Eat World, habe ich gesehen. Oh ja, total, auf jeden Fall. Also wir sind seit frühesten Jugendtagen Jimmy Eat World Fans, würde ich sagen. Ich habe sie auch mehrfach schon live gesehen. Wir haben ja schon mal mit denen gespielt. Ja, stimmt. Ja, und ich freue mich sehr. Das ist Angeber. So. Ich freue mich sehr drauf, heute mit dem Bier dazustehen und denen zuhören zu dürfen. Das macht ihr genau. Ich habe heute auf dem Weg hierher im Radio, im Stau, es hat es dann wieder aufgelockert, die Stimmung, habe ich Scooter im Interview gehört. Ah. Ja. Und da dachte ich, geil, dann gehen wir doch, bevor die spielen. Ich komme mit. So. Die haben dann noch 2-3 Songs gespielt im Radio und das ist also unfassbar. Aber Hut ab, wie man mit sowas so viel Erfolg haben kann über 20 Jahre. Wirklich Hut ab. Ja. Ich bin auch gespannt. Ich sag's mal so, ich drücke mich ein bisschen neutral wie die Schweiz aus. Ich bin gespannt ab heute Abend so mit Scooter und so. Ja, wir können ja nachher einen Volksentscheid machen, ob es gut war oder nicht. Macht ja, ihr wir machen gerne. Eine Volksabstimmung so. Genau. Ja, das ist unsere Spezialität, die Volksabstimmung hier. Zoll und Volksabstimmung. Ja. Und Raclette-Käse, so ein bisschen das. Ich habe gehört, es gibt Raclette im Catering. Unbedingt. Ja. Es ist aber wenn wir es jetzt geil. Essen, dann können wir uns nachher nicht mehr bewegen. Vor allem Raclette ist stoppt schon. Ja. Ja, nach dem Konzert während so gutes spielt. Raclette. Aber es gibt ja so Fragen im Leben, die man nicht einfach so beantworten kann. So Fragen, die man so sich ein bisschen. How much is the fish zum Beispiel? Ja.
Das ist eine Frage, auf die werden wir nie eine Antwort finden. Ja, vielleicht heute Abend. Und das ist vielleicht okay. Ist es nicht okay, dass man auf diese Frage keine Antwort findet? Cool. Aber ich habe hier 6 Fragen für euch, auf die wir hoffentlich zusammen eine Antwort finden. Okay. Hier, in diesen ominösen kleinen Böckchen, die du vorhin so, so gemustert hast. Ich habe ganz ehrlich gesagt keine Ahnung, was in diesen Böckchen für Fragen sind. Ja. Aber ihr dürft sie gerne alle beantworten und sie so hier aufmachen und so. Okay, oh, also, solange ich... Mal das. Halt's mal kurz. So. Könnt sie auch gerne laut vorlesen. Das ist wie ein Glückskeks, so aus, dass man es nicht essen kann. Ist das einzige Gute daran eigentlich weg? Glaubst du an Karma? Ja, und die Zöllner heute werden ihr schlechtes Karma bald zu spüren bekommen. In welcher Form? Was wünschst du ihnen so karmamäßig an den Hals? Das ist nicht fürs Fernsehen gedacht. Okay, sehr gut. Gute Frage, noch bessere Antwort. Gibt's noch ein Kästchen? Und glaubst du an Karma? An Karma? Ich kenne das Wort überhaupt nicht. Okay. So ein Brotaufstrich ist es. So, was steht hier? Lies mal vor. Sterben Kobras, wenn sie sich aus Versehen selbst auf die Zunge beißen? Das ist tatsächlich, ich habe darüber schon mal nachgedacht. Ob giftige Tiere sich selber vergiften können, fliegt gleich das Zelt wieder weg. Vielleicht auch die Frage, ob wir das hier überleben. Das ist auch noch so eine Frage. Aber nee, kommen wir zurück zu den Kobras. Also ich habe ja den Verdacht, dass Tiere gegen ihr eigenes Gift immun sind. Ich glaube auch, dass Wespen sich selber stechen können und dann nicht sterben. Wie siehst du das? Genau so. Ja. Sehr gut. Nächste Frage. Welches Tier würdest du gerne einmal in Strapsen sehen? Ah, Giraffe finde ich ganz gut, weil... Lange Strapsen. Ja, lange Strapsen auf jeden Fall. Was? Bei dir? Ein Delfin. Ein Delfin? Ja, weil jetzt zeigen wir mal, wie der Strapsen anzieht. Ja, das nimmt mich jetzt auch wunder. Vor allem, wo zieht er die jetzt an? Zieht er die also hinten an oder so auf der Seite? Das sind so Fragen. Das weiß man nicht, ne? Vielleicht kommt ja das als nächste Frage, wer weiß. Wo am Delfin? Nehmen wir mal an, du hast eine Spinne im Haus. Ist das so Tierfragen sind es, oder? Ja, ich glaube auch. Wir sind eine tierliebe Redaktion. Nehmen wir mal an, du hast eine Spinne im Haus. Trägst du sie sorgfältig nach draußen oder saugst du sie erbarmungslos mit dem Staubsauger ein? Aber ich habe eine Geschichte dazu. Und zwar, vor kurzem war ich meine Eltern besuchen und mein Vater sitzt mit verstörtem Blick und mit blutendem Finger am Tisch und ist total sauer und vor ihm steht ein Glas mit so einer Spinne drin. Und jetzt hat er im Garten rumgegraben und dann hat ihm die Spinne angefallen und in den Finger reingebissen, sodass er geblutet hat. Was? Ein Scheiß. Ja. Und da hat er gesagt, ja, die muss jetzt weg, die Spinne. Und dann habe ich gedacht, bevor mein Vater die jetzt umbringt, dann habe ich sie weggefahren und habe sie tatsächlich ausgesetzt. Oh, das ist gut, da kommen wir wieder zurück zum Karma. Das hilft deinem Karma sozusagen. Und jetzt komme ich dann hin. Ich habe auch so eine ähnliche Geschichte, aber hat nichts mit Spinnen, aber mit einem Vogel. Und der ist in so einen Schacht gefallen. Ja. Vor meinem Haus. Und dann war ich wirklich aufgeregt, weil da ist der unten so rumgeflattert. Und ich habe ihn dann mit größter Hilfe, habe ich ihn irgendwann rausgebracht, haben ihn ins Gebüsch gesetzt, lauf weg, dreh mich irgendwann noch um und es kommt eine Katze und holt ihn. Nein! Ohne Scheiß. Nee, aber das ist so das Circle of Life-Ding. Ja, und da frage ich mich jetzt, ob jetzt trotzdem schlechtes Karma blüht. Nee. Weil im Schacht hat er länger überlebt. aber du hast ja... Du hast ja jemandem geholfen, du hast ja etwas Gutes getan. Stimmt, meine Intention war gut und das ist schon mal gut. Ja, deine Intention. Katze geholfen. Obwohl du nachher zum Katzenmord verholfen hast. Katze gefüttert. Ja, Katze zum Mord verholfen. Ja. Herzlichen Glückwunsch, wie gutes Karma. Geht dein Bauchnabel nach innen oder nach außen? Meiner geht nach innen und jetzt sammeln sich immer so Flusen. Und was machst du? Nimmst du sie so raus und dann ist gut oder lässt du sie rein? Und also wir haben früher auf Shows auch schon mal mit unserem Backliner, der hat das gleiche Problem getauscht. Was? Du hast deine Fuseln mit dem Dings getauscht? Ja, ich habe seine bekommen und er meine. Das ist wie so Blutsbruderschaft. Ja, genau. Fuselbruderschaft sozusagen. Gut, so, jetzt die letzte Frage. Jetzt kommt noch eine tiefgründige, glaube ich. Eine Stunde spielen wir und das Wetter schlägt um und es kommt ein Unwetter. Ah, ist das problematisch für euch mit Wetter und so? Letzte Woche. Also, pass mal auf. Ich weiß jetzt, was kommt. Erzähl mal, ja. 6 Stunden sind wir von einem Gig auf den nächsten gefahren. 6 Stunden durch krasse Staus. Gott sei Dank kein Zoll, aber Staus. Und waren dann nach 6 Stunden kurz vorm Ziel an der Ostsee. Und wir wohnen im Süden Deutschlands. Aber kurz vorm Ziel, vor dem Festival, dann kriegen wir einen Anruf. Unwetter, Festival fällt aus. Dann sind wir nach den 6 Stunden direkt, haben wir umgedreht und sind 7 Stunden nach Hause gefahren. Oh, shit. So, du bist das ganze Interview schon nur am Fluchen. Ich nehme dich nicht mehr mit. Du hast nicht so, dein Weg-Karma ist so ein bisschen am Arsch. Ja. Bei wem beichtet der Papst, wenn er eine Sünde begangen hat? Selbstgespräche vielleicht. Ja. Selbstgespräche? Ja. Fährt der Papst Selbstgespräche? Ja. Vielleicht hat er so einen normalen Beichtstuhl und wechselt dann immer die Tür. So eine schizophrene Art. Du Papst im Himmel. Ja. Du Papst im Himmel. Das waren jetzt alle Fragen? Das waren alle Fragen. Wer hat die ausgesucht?
Ich sage jetzt nicht wer, sonst fühle ich mich ein bisschen... Ich kann nicht so wirklich einen Zusammenhang zwischen den einzelnen Fragen. Außer also, Tiere und dann... Es gab gar keinen Sinn. So. Ja. Es gab nicht so... Das haben wir gar nicht gemerkt. Wer kommt ihr jetzt darauf? Ja, aber cool. War das jetzt, habe ich euch jetzt, bist du jetzt mehr agro oder weniger agro jetzt durch diese ganze Geschichte? Muss es mir noch überlegen. Nee, also ich fühle mich echt wohl. Also jetzt sind wir angekommen, okay. Es ist gut. Wenn es jetzt ja. nicht gleich hagelt, dann ja. ist alles in Ordnung. Wo ist der Dritte im Bunde eigentlich von euch? Der baut auf, weil wir uns gedrückt haben. Das ist ja das Gute, wenn man Interviews geben muss. Ja. Dann kann man sagen, oh, ich muss Interviews geben. Hey, muss, ja, sorry. Das ist okay. Das ist jetzt mein Karma wieder raufgegangen, weil ich euch sozusagen geholfen habe, dass ihr nicht aufstellen müsst. Absolut, absolut. Cool. Und was macht ihr jetzt? Habt ihr noch weitere Interviews? Oder ich glaube, wir haben noch weitere Interviews und dann werde ich gucken, dass ich vielleicht noch ein bisschen was esse, weil man soll nicht mit leerem Magen aber auf die Bühne gehen. Aber auch nicht mit vollem. Nein, aber so ein bisschen Kohlenhydrate. Nudeln werden empfohlen. Wir sind ja auch Sportler. Das ist ja auch Sport, was wir natürlich machen. Und dann gucken wir, dass wir irgendwie ein halbwegs vernünftiges Konzert ohne größere Katastrophen hinter uns bringen. Ah, das werdet ihr machen, oder? Ja, noch mal eine Schweizer Angewohnheit, die mich richtig aufregt, wenn ich schon beim Thema bin. Ja, und zwar müssen Bands, die mit Funksendern, also mit so und ohne Kabel auf der Bühne spielen, müssen ohne Scheiß im Vorfeld ihre Funkfrequenzen anmelden für 200 Euro, damit sie ein Konzert spielen können. 200 Euro kostet damit sie das. Ihr damit müsst, sie ein ihr Konzert, müsst 200 auf, Euro zahlen? Ja. Aber wir haben es vergessen. Und es könnte jetzt sein, ohne Scheiß, dass wir also da ein Problem gar nicht, oder was? Also es könnte sein, dann starte ich eine Revolution. Wenn um 17:45 Uhr kein Ton von der Bühne kommt, kann es entweder sein, wie beim Greenfield, dass sein Bass kaputt ist, oder dass wir unsere Sender nicht benutzen dürfen. Und wenn das so ist, dann schlage ich alles kaputt. Ich helfe dir, und starte eine Revolution von außen, dass ihr spielen könnt. Dann nochmal eine Unterschriftenaktion. Okay. Ach, das tut mir leid, das war so ein bisschen... Aber wir kommen so gerne in dieses Land. Ja, ich fühle mich so ein bisschen schlecht und habe das Gefühl, dass ich mich entschuldigen muss. So. Was, nee. Also es tut mir nochmal in alle... Die Konzerte sind hier immer wirklich Wahnsinn, deswegen freuen wir uns auch. Wirklich. Ja, ich freue mich auch sehr und darum lasse ich euch mal noch die weiteren Interviews machen, damit ihr nachher noch essen könnt und dann hoffentlich, dass mit der Frequenz okay ist und dass ihr dann ein wunderschönes Konzert spielen könnt. Danke. Gut, ich danke euch vielmals, Jungs. Danke.